Ja, wir gehen in die Türkei. Die Deutschen lieben Urlaub in der Türkei. Es ist das fünftbeliebteste Reiseziel in Deutschland. Und im weltweiten Vergleich liegt die Türkei auf dem 4. Platz der meistbesuchten Länder. Gerade Istanbul bietet sich immer für eine Städtereise an oder einen Städtetrip. Schauspieler Erol Sander ist dort geboren und hat jetzt einen Reiseführer herausgebracht und gibt darin Tipps für die geheimen Ecken der Stadt. Mit ihm sprechen wir jetzt über die drei Top-Tipps. Hallo Erol Sander. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Morgen. Fassen wir doch erstmal zusammen in einem Satz. Was macht Istanbul so besonders für dich? Ich glaube, die Geschichte von Istanbul ist sehr alt. 650 vor Christus ist die Stadt gegründet worden. Das sind 2700 Jahre bisher. Da ist viel Geschichte, viele Geheimnisse, die man entdecken kann. Wir haben mit der Mordkommission Istanbul 14 Jahre dort gearbeitet. Ich bin dort geboren. Ja. Und all das haben wir zusammengesetzt in einem großen Team und haben einen Reiseführer gemacht, der Istanbul provoziert, Spaß zu haben. Das ist ja auch so eine vibrierende Stadt, ne? Also da ist ja an jeder Ecke was los. Also das habe ich so gehört. Ich war leider noch nie da, aber das höre ich von überall, dass sie sagt, Istanbul, das pulsiert richtig. Ist das so? Würdest du das auch so beschreiben? Ja, das ist eine Stadt mit inoffiziell, schätze ich mal, 22 Millionen Einwohnern. Mhm. Und das Zentrum, das Goldene Horn, Karaköy, Kadıköy, Üsküdar, das ist, wo alles abläuft, und Taksimplatz. Und da haben wir kleine Routen gehabt, die wir zusammengesetzt haben, ja, um einfach die Menschen kennenzulernen, um das Land kennenzulernen, um die Gerüche und die Restaurants kennenzulernen. Fangen wir mal mit den Moscheen an. Das ist natürlich der Klassiker, ne? Da gibt es ja die ganz tollen, großen Moscheen. Was ist so dein Lieblingstipp oder deine Lieblingsstelle in Sachen Moscheen? Was sollte man auf keinen Fall verpassen? Weil es sind ja unzählige Moscheen in Istanbul. Ja, also das Zentrum von Istanbul ist für mich das Goldene Horn, für mich persönlich. Da ist auch diese blaue Moschee, die Hagia Sophia, die eine Kirche war, und ja, auch eine Moschee. Und das sind so, da wurde in diesen 2700 Jahren alles aufeinander gebaut. Also wenn man da mitten drauf ist, ist man so, unter mir ist mindestens 30, 40 Meter Geschichte. Ja. Byzanz, ja, dann die Christen, die, ja, Römer, die Moslems, das Osmanische Reich. Also, es gibt viel Geschichte zu erzählen, und ich habe echt das Glück gehabt, jedes Jahr 2-3 Monate für die Mordkommission dort zu sein, und habe einfach diese Stadt noch mehr kennengelernt. Und ich habe im Flieger natürlich immer wieder Leute getroffen, Herr Sander, wir kommen wegen der Mordkommission nach Istanbul. Also habe ich etwas geschrieben, so wie ich die Stadt entdeckt habe in den 14 Jahren, so habe ich es auch niedergeschrieben. Würdest du sagen, wenn man so eine Moschee anschaut, gerade die großen, die blaue Moschee und so weiter, würdest du da einen Reiseführer nehmen, oder kann man das auch auf eigene Faust sich einmal umgucken? Oder sagst du, um das alles zu erleben, weil das ist ja schon wahnsinnig viel Geschichte, ist es vielleicht besser, wenn man sich einer Reisegruppe oder einem Reiseführer anschließt? Ja, man will ja die Stadt entdecken, ja, und die Menschen entdecken auch. Also nicht nur Moscheen oder Museen, ja, das ist man ja überall, sondern auch die Menschen, wie sie leben, wie sie so agieren auf der asiatischen, europäischen Seite. Und das glaube ich ganz wichtig. Ja. Natürlich auch die Moscheen, die haben ja auch ihre Geschichten, und auch die Byzantiner, die damals diese ganze Stadtmauer aufgebaut, ja, haben. Ja, wir erzählen über alles ein bisschen und versuchen den Leuten das einfacher zu machen, ja, Istanbul und die Menschen zu entdecken. Ist halt auch so groß, ne? Ja, ja. Bazare, das ist auch ein großes Thema natürlich in der Türkei, auch in Istanbul, da gibt es ja auch wahnsinnig viele, ist auch ein Muss. Wie falscht man denn richtig? Was sind deine Tipps, wenn man auf Bazar geht? Ich bin kein großer Falscher, weil das dauert mir zu lange, aber es ist natürlich auch schön, es geht ja nicht nur um große Sachen, die man falschen kann, es ist auch das Flair, das man mitbekommt, die Menschen, die man mitbekommt, mit denen man sich unterhält, einen kleinen Chai, also einen Tee zu trinken mit denen zusammen und dann ein paar Euro zu handeln, das, ja, hat eigentlich mehr was dazu, dass man den direkten Kontakt zur Bevölkerung hat. Ja. Nach dem Handeln, das ist ja auch anstrengend, sagst du selbst, kann man sich ja entspannen. Entspannung, damit verbinde ich jetzt Istanbul nicht unbedingt. Du sagst aber, man kann das schon. Es gibt Plätze, wo man richtig toll entspannen kann, trotz dieser Riesenmetropole. Ja, es ist also am Bosporus, das gibt's ja, es ist ja so eine Schneise von ungefähr 300, 400, 500 Metern. Da gibt es Delfine. Also wenn man sich ans Wasser setzt, zum Beispiel unten am Goldenen Horn oder auf der anderen Seite in Üsküdar zwischen Harem und Üsküdar, da ist so eine Strandpromenade. Nicht so viele Touristen, kleiner Geheimtipp. Mhm. Und dann sieht man, wie vor dem Goldenen Horn, sieht man, wie die Sonne untergeht und alles plötzlich rot wird. Das ist schon was ganz Besonderes. Und man hat am Bosporus eigentlich die beste Ruhe. Man kann da wirklich entspannen.
Du bist in Istanbul aufgewachsen. Was ist so deine Kindheitserinnerung, deine Liebste? Aufgewachsen nicht. Ich bin mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen und habe eigentlich sehr wenig mitbekommen. Aber wie gesagt, meine Mutter, meine Familie hat mir immer das Land gezeigt. Mhm. Und durch die Mordkommission noch einmal, wiederhole ich noch mal, waren das jedes Jahr 2, 3 Monate, die ich immer Zeit hatte, auch durch die Locations vom Dreh, das Land zu entdecken. Jetzt müssen wir über ein anderes Thema noch sprechen. Das ist ganz toll. Du wirst zum 3. Mal Papa. Ja. Nach 2 Jungs kommt jetzt ein Mädel, oder? Ein Mädchen, wie fühlt sich's an? Ja, ich bin glücklich. Wir können nicht, ich bin Standby. Also Rebecca könnte mich jetzt anrufen und sagen, ey, komm vorbei, es geht los. Ach, wirklich? Dann müsste ich los, ja. Aber wie hast du diese Zeit der Schwangerschaft erlebt? Warst du so ein bisschen mitschwanger? Naja, ich habe auch so einen Rettungsring bekommen. Nee, also man lebt ja mit, erlebt das alles mit zusammen und es sind schöne Momente, ja, auch wenn die Kleine strampelt im Bauch, ja, und dann sieht man diese Bewegung und dann Fußabdruck, der plötzlich rauskommt, das ist was ganz Besonderes, wir freuen uns sehr. Dann drücken wir die Daumen, dass alles gut geht. Nice to meet you, Istanbul, heißt dein Reiseführer, den du uns heute mitgebracht hast. Schön, dass du da bist. Danke. Und vielen Dank für die Tipps. Vielen, vielen Dank. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.